herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public mit der Asta, dem Toledo, dem Manni, dem Michael, dem Paul, dem Uwe und eventuell immer noch dem abwesenden Mike. Hallo. Ach, hallo. Boah, Alter, aha, Mike ist wieder da. Man muss ihn nur richtig ansprechen und zack, wacht er auf da. Und sagt, Sekunde, Moment, eventuell abwesend, ich bin voll da, Herr Professor. Machst du in der Uni auch immer so, ne? Genau. Hab ich so tun, als würde man schlafen und wenn man dann erwischt wird, aufwachen und sagen, ey, ich bin doch wach, ich weiß nicht, was sie wollen. Ja. Er ist der, der in der Vorlesung erstmal den Tefal Opti-Grill auspackt und sich erstmal ein richtig schönes Frühstück zusammenbrät. Was muss, ne? Ja. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich wollte gerade sagen, ohne Frühstück geht auch nicht. Das? Warum hat ja, Mike schon wieder die Schnauze voll? Das ist das Gitter, was er vor dem Mund hat. Nee. Mike ist wieder sein Mikrofon auf. Mike ist den ganzen Tag immer nur am Fressen. Ich bin halt im Wachstum, hallo? Deswegen ist er mir so sympathisch. Ich habe ja auch so eine große Box Colorado und nasch die ganze Zeit da raus. Mittlerweile ist mir schon schlecht. Nur, dass du die Hälfte wiegst. Ja, das ist richtig. Und auch nicht ansetze. Deswegen bin ich auch sehr neidisch, ne? Also Uwe geht ja in der Kinderabteilung einkaufen, so. Korrekt. Ja. Da sind die Sachen aber auch billiger. Eben. Er hat auch seine Vierbeiner nur, damit er bei Wind nicht wegfliegt. Aber sind die Sachen in der Kinderabteilung immer noch zu groß? Ja, aber mittlerweile gibt es auch in der Kinderabteilung Skinny Fit Jeans und sowas. Ach so. Also das geht. Normal oder Regular passt nicht. Aber das sind die Beine nicht dick genug für? Nee, sind die Beine nicht dick genug für. Aber der ein oder andere hat ja schon mal ein Bild meines Sohnemanns gesehen. Der ist ja eher so lauchgeschnitten wie ich. Und das fand ich echt interessant, als wir auf der Suche waren nach neuen Jeans für ihn. Dass es das schon in dem Alter gibt, ne? Mit normal geschnitten, skinny fit, slim fit, was auch immer das Kind für diverse Namen trägt. Ich glaube, das gab es früher zu meiner Zeit noch nicht. Da gab es Jeans. Entweder reingeprügelt oder hat gepasst. Ja. Knopf geht zu, passt. Geht nicht zu, Gürtel drum, ne? Also. Ja. So in etwa. Das stimmt. Überlegst du gerade, wie viele Gürtel du damals gebraucht hast? Oder warst du witzig? Nee. Ein Gürtel, aber dreimal rum. Also hier liegen immer noch so Minischwaden, ne? Ja, ich weiß, das Problem ist, die Presse nimmt manchmal nicht genug auf, wenn es zu breit ist. Ja, so wie da jetzt. Das Ding ist, dann müsstest du halt jedes Mal quasi so wie jetzt so rückwärts schieben. Ich wunderte mich gerade, warum ich nicht fahren kann. Ja, jetzt ergab es Sinn. Ja, weil da so ein Ballen unter dir drunter liegt. Ja, habe ich gesehen. Habe ich aber zu Anfang nicht gemerkt. Entschuldigung. Boah, Alter, jetzt komme ich aber auch mal gar nicht voran. Hältst du mich gerade fest? Nein. Ja, wir machen sowas, das wäre ja albern. Genau. Ich habe den Ball festgehalten. Ich wollte den rausholen. Kannst ihn noch nicht verstecken, Mike. Schade aber auch. Du warst wert. Oh, nimm den Ball. Der Stinker kommt. Nerv mich nicht. Welcher Stinker kommt? Der Mike. Hallo. Der Stinker. Aber Toledo, ich glaube, trotz dieser kleinen Dinger, die da ab und an mal liegen, werden wir die Mission durchbekommen. Die Frage wäre dann, ob wir die übrigen Ballen, die wir haben, ob wir uns die schon mal auf Halde legen oder ob wir sie verkaufen. Ich würde es nicht verkaufen, weil Gras haben wir im Lager. Okay, ja dann. Passt 100.000 Liter, also. Ja, dann passt, alles gut. Ich lade jetzt noch keine Ballen wieder ab. Ja, also dass unser Silo nimmt auch Ballen an, das wäre noch nicht mal das Problem. Ich lade jetzt nicht schon wieder Ballen ab, wenn ich abfahren fahre. Nee, Micha, wenn du deine jetzt weggibst und davon welche verkaufst, nicht schlimm, dann hätten wir die restlichen genommen. Ach so. Entschuldigung, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Ah, okay. Die Hänger stehen da aber ein bisschen doof, ne?
Ja, nur ein Provisorium. Ja, weil der Kerker da ist. Ah, bleiben die Sachen halt mal dreckig. Nee, nee, nee. Wir haben zwei Kercher. Am Hof ist auch noch einer. Ja, am Hof. Oh, einen schönen Waschplatz und noch am, bauen. Und am, an der Halle am Seitenhof ist auch einer. Wir haben da, wo die Traktoren standen und bei der Objektlagerhalle. Genau. Ein Kercher. Wir haben zwei Kercher. Mhm. Hoppla. Aber dann, wenn dann, dann muss er über die Straße fahren, dann wird der Traktor wieder dreckig. Wo kommen die Steine hin? Zum Hof? Zum Hof ins Silo. Gut. Wenn irgendjemand Lust hat, macht er daraus Kalk. Später. So, der Steier ist durchrepariert, gewaschen und getankt. Und die Anhänger habe ich gleich mitgewaschen. Ja, genau, mitgewaschen. Bist du einmal durchgelaufen? Ja, ja. Dann kommen die Traktoren zum Haupthof hin, schätze ich mal. Ja, da ist noch für einen Traktor Platz. Der Rest darf dann an den neuen Hof. So, Top die Wette gilt. 50% habe ich in der Presse. Sind das die letzten Ballen hier? Ja. Kommt sie her, ich bin hier. Also ich versuche gerade noch einen zu zaubern, aber also selbst wenn diese Schwart relativ breit aussieht, die hier noch liegt, Toledo. Das ist nicht mehr so viel. Das ist nicht mehr so viel. Ich könnte vielleicht auf Teufel komm raus, kriege ich vielleicht diesen Ball noch zusammen. Ja. Oder auch vielleicht eher nicht. Einfach bei einem Nachbarn durch den Vorgarten gefahren. Okay, kurz mal an der. Also, nehmen wir jetzt die restlichen Ballen mit nach Hause. Bin sauber! Nee, Toledo hat gesagt, verhöcker. Okay. Wir haben genug Gras am Hof. Wir haben ja auch das Grasfeld, das ist ja jetzt alles gut. War ja nur ein Vorschlag. Danke. Bitte. Ja, ich habe gerade mal 70%, Toledo. Ich glaube, du kannst abbauen. Ich muss gestehen, so ein Grasballen ist jetzt nicht so teuer, um dass ich jetzt jedes Fitzelchen einsammeln würde. Heuballen, nee. Jedes, genau. Ja. Ja, dann stell die Presse dahin und bin schon auf dem Weg nach Hause. Micha, du kannst dann auch durchfahren. Ich habe die restlichen Ballen, habe ich alle auf dem Missionsanhänger. Okay. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Aufnahmetechnisch. Wie wir sind? Ja, letzte Folge oder? Yes. Ja, dann passt das ja ganz gut, dass wir so langsam Richtung Feierabend gehen und aufräumen. Ich denke auch, genau. Dann mach ich jetzt die Runde mal stark. Ist für unsere Verhältnisse schon echt spät auch, ne? Ja, wenn du erst um 7:30 kommst. Entschuldigung. Ich hoffe, bis nächste Woche sind wir dann wieder eingependelt und können um kurz nach 7 starten, aber. Ich war um 9:45 schon da. Ja, heute Morgen 9:45 war ich auch schon mal irgendwo. Ich hab auch Micha gemobbt heute. Da war ich ein Teil am Main. Du hast mich gemobbt? Ja? Du warst heute Morgen auf dem Public, dann war ich kurz drauf, dann habe ich mir gedacht, dann habe ich Mods abgedatet. Ich speichere mal eben, mache eben schnell Mod-Updates und dann wollte Micha wieder drauf und just in dem Moment schrieb ich die Nachricht, hey, es gibt neue Mods oder Updates. Ey. Selbst schuld. Ich fahr noch. Nichts passiert. Aber deinen Auflieger habe ich weggedrückt. Ja, ja. Ich habe ja vorher weggezogen. Das heißt, den Demesse stelle ich jetzt hier am Hof hin, ne? Ja. Guck mal, wo du ein Plätzchen findest. Ja, ich wollte gerade sagen, ein Plätzchen zu finden wird ein bisschen tricky. Ja, wenn da voll ist, dann auf den anderen Hof.
stellen halt dann 5-6 Traktoren oder so, stellen wir am Hof und der Rest kommt halt auf den anderen, auf den neuen großen Hof. Ja. So dachte ich mir das jetzt. Heißt ja noch bei den Silos hinter dem Haus noch Platz. Nee, ja, ich nicht auf der Wiese. Ich wollte mal was versuchen. Wir können natürlich auch die ein oder andere kleine Halle noch da auf die Wiese stellen, wo die Anhänger immer standen. Nee, nein, brauchen wir doch gar nicht. Guck mal, ich habe zum Beispiel den Steinesammler habe ich gerade genommen und rübergeschoben. So, easy. Wo dann hast du den hingeschoben, hä? In das U. Den habe ich zum U geschoben. So, das geht. Das ist kein Problem. Dann kann ich das Schiebeschild. Warum haben wir eigentlich ein Silo-Schiebeschild? Weil wir mal ein Silo hatten. Ich erinnere mich vage. Gut, aber das Silo-Schiebeschild habe ich zum Beispiel auch in so eine abgesenkte Dings gepackt. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet von euch. Hm. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Die Ballenpresse müsste da drüben auch noch reinpassen von der Höhe. Wahrscheinlich sogar die Seemaschinen. Oh, guck mal, hier fast noch ein ganzer Ballen drin. Alle kurz mal angehoben. Hm. Ihr seid alle abgehoben. Auf dieses Niveau will ich mich nicht begeben. Ich bin mal weg. Was denn vor? Ich mach Platz für die Traktoren. Ey! Die Astra ist zu massiv. Hallo? Ey! Mach mal die Superkraft aus! Ledo? Platz! Fast! Stopp! Aus! Platz! Gut, okay. So, meine Damen und Herren, wir sind damit fertig mit der heutigen Folge. Ein bisschen kürzer als sonst, aber ich glaube, ihr verzeiht es mir, bevor wir uns ein bisschen schütteln lassen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gehen wir aus dem Weg, du Penner. Lass gerne einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich muss laufen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.